zum Kaltbieters Interview. Yep. Stellen Sie sich mal vor. Ja, ich bin die Entenbiene, ich bin der Leadsänger von den Kaltbieters, der bekanntesten Band der Welt. Ich habe 5 Jahre in Harvard studiert und 2 Jahre auch auf dem Bauernhof gearbeitet. Und da meine, wie sagt man, ja, keine Ahnung, halt so irgendwie, ja, ein bisschen was zu machen. Momentan gehe ich auf die Schule und ja, ich bin sehr froh auch irgendwie bei den Kaltbieters zu spielen. Weil, ach, das sind sie. Was? Sie sind froh. Ja, ja, doch, zwischendurch schon. Aber dann pisst mich das meistens irgendwie teilweise auch voll an. Kaltbieters! Kaltbieters! Hey, die haben hier gerade ein Interview. Weil die 42. Panzerdivision, der Laurenz und so, das ist halt... So. Erstmal schütteln. Also... So war das also bei Ihnen. Ja, so war so. Nein, so ist das. So ist es. So ist das. Was haben Sie denn als nächstes vor? Was glauben Sie, was dann passiert? Naja, also wir werden jetzt unser erstes Demo-Tape auf jeden Fall aufnehmen. Und damit hoffentlich eine Musikgeschichte schreiben. Aber letztendlich glaube ich, dass nicht viel passieren wird, weil so ist ja irgendwo immer der gleiche Mist irgendwie, weil. Keine Ahnung, du machst was und dann hat es schon jemand gemacht und eigentlich interessiert sich keiner für dich. Also, ich glaube, die guten Zeiten des Lebens sind schon vorbei und keine Ahnung, wir müssen sie halt auch noch rumkriegen. Und wenn wir bei einem Auftritt erschossen werden oder sowas, dann ist das einfach irgendwie besser als irgendwie, ja, keine Ahnung, bei seiner Mutter in der Küche erschossen zu werden, wenn man für die was kocht, weil die nicht mehr laufen kann oder so. Natürlich, was war das dran? Aber wie erklären Sie bitte Ihre Tätowierungen hier auf den Füßen? Sehr schick und sehr interessant. Ja, genau, so erkläre ich die auch. Oh, das war's. Jetzt leuchtet mir gefälligst wieder ins Gesicht. Sehr gut. Graf. Da hast du einen Keks. Ich glaube, das Ganze zieht sich langsam ein bisschen. Hey, was brauchen wir eigentlich da? Ich dir mir mal in die Schuhe passieren. Einfach fest dich mal.